Hallo und herzlich willkommen hier zu Dungeons 3. Hier bin ich wieder. Es geht weiter. So, Leute. Und da mich ein Counter habe, heute natürlich wieder im Pausemenü, ne? Dass ich hier nicht gleich bei der Anmoderation Besuch kriege. Wir kriegen in 4 Minuten und 29 Sekunden hier neue Gegner. Wir machen jetzt mal weiter, spielen wieder. Wir sind ja noch groß im Aufbau. Und naja, ist alles nicht so toll hier. Und naja, wir machen mal hier beim Labor weiter. Und so. Haben jetzt hier natürlich schöne Maschinen hier. Jetzt können wir auch dann diese Dings da, diese Dragolas hier haben. So, das ist es hier fertig. Bei, wir könnten den Kerker noch vergrößern, wenn es denn wäre. Aber ich hätte ja ganz gern hier eigentlich noch einen Pfad gebaut. Weil hier ist schon wieder gemauert. Dann machen wir hier mal einen Weg. Weil ich möchte nämlich eigentlich das dann hier wieder zukippen. Ah, Zahltag, da ist. Ist noch was da, aber nicht so viel. Das hier mal wieder zukippen. Ja, wir sind dann unbedingt, greifen die uns an. Ah ne, die können wir uns holen, ne? Okay, aber die müssen wir erst, da müssen wir erst das Ding zerdeppern, das ist ja auch gemein. So, warte mal, wie kommt man da überhaupt? Das wird blöd, naja. Gut, das also hier rum. Da könnten wir uns einen Ort erobern, alles klar, passt schon. Warte mal, aber das ist ja eigentlich auch komisch. Wir haben hier unten unsere Treppe und das ist ja auf der Oberwelt hier oben. Naja. So, und das ist er hier. Er zaubert da sich einen rum. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal drei Skelette. Ja, und ich muss ja da auch Helden opfern, damit es absolute Böse kommt. Aber da brauchen wir natürlich auch immer noch Helden, ne? Gold, so. Ja, da geht es immer um Gold und Ruhm. Was rum? Nö, rum. Hast du es nicht kapiert? So. Späßle, ne? Immer Späßle hier. So, was haben wir hier vorgesehen? Die Tüftlerhöhle. Aber das geht. Ach doch, es würde gehen. Weil wir haben ja noch. Wir könnten auch. Ne, wir können eigentlich nicht. Die Draculas, die Vampire. Und oder Nahkämpfer, der sich mit jedem Schlag selbst teilt. Ah, okay. Das ist natürlich auch geil. Die mag ich auch ganz gern. Die Lichs haben mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich offen ehrlich sagen. Was kann man eigentlich da noch machen? Achso, wenn ich kein Lektorium habe, kann ich da auch nichts machen. Auf jeden Fall die Nagas müssen her. Das habe ich ja auch schon immer gesagt. Ne? So, die Tüftelhöhle. Ja gut, das ist in dem Fall hier. Dann müssen wir den Vortex einmal freischalten. Die Arachnaiden. Das Arcanium. Leider haben wir da nicht genügend Zeugs hier. So, müssen wir es aber mal so machen. So, und da müssen wir einen Vortex bauen. Warte mal, Moment. Jetzt hole ich mir erstmal eine Schlange. Ja, und dann mehr ist Geld da. Mehr Geld ist da nicht da. Jetzt rede ich schon ganz komisch. Wie so ein Aushilfs-Yoda. So, okay. Na, jetzt müssen wir hier mal noch weiter gucken. Da gibt es noch was. Hier gibt es bestimmt auch keine. Neue Truppen ja, ja. Dann macht es hier. Wenn du das sagst, dann sollen halt neue Truppen kommen. Ach, hier geht es gar nicht weiter großartig. Aber wir gucken trotzdem. Wir machen es mal so, dass wir hier einfach mal hier graben lassen. Ja, einfach um zu sehen. Also wenn es jetzt hier noch irgendwelche komischen Räume mit Monstern gibt, dann naja. So, da haben wir eine Goldader freigelegt. So. Was haben wir hier noch? Gold, okay. Was war der Bonk? Ein neuer Bereich. Was ist denn das? Was war denn das nochmal? Rotierender Flammer. Ach so. Schalte die Falle frei. Okay. Ja, es ist mir eigentlich egal. Ich schwerf das mal in die Schatzkammer hier. Glaubst du, das war schon alles, Talja? Ha! Oh je. Valhalla hat noch mehr davon zu bieten.
Nimm das! Abermals öffnete Thanos ein Tor nach Valhalla. Was für noch mehr Helden im Dungeon des verdutzt reinblickenden Bösen sorgte. Tja, mit denen werden wir fertig. Los, beißt ihnen die Nase ab, verdreht ihnen die Ohren, hupst ihnen ins Gesicht. Krieger Valhallas, erhebt euch! Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Ganzen hier, also. Ja, da kommen jetzt nicht auch noch welche hier. Doppelt gemoppelt hält besser, oder wie war das? Ah, die wollen Gold klauen? Nee, nee. Diesmal nicht. Erstmal so. Aber noch ein Rakul. Ich weiß noch nicht. Sauber. Warte mal, kann man die jetzt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay. Ja, und da kommen auch noch welche eingelatscht. Toll. So viele Fallen kann ich gar nicht produzieren, wie ich da absichern müsste jetzt hier. Also echt. Sag ich jetzt einfach mal so. Meine ich ernst. Hoppala. War nicht geplant. So, okay. Was war da vorgesehen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Habe ich da schon was zu gesagt? Das ist halt die Sache, ne? So, okay. Da mal noch gucken und dann gucken wir da noch. Mache ich halt hier wieder Grab überall, ne? So, hatte ich da vielleicht Arcanium oder was vorgesehen? Für die Dämonen. Das können wir uns wieder nicht komplett leisten. Zahltag. Zahltag. Ja, wir bräuchten auch das für die Succubus hier, da wo die dann die Helden quälen können. Also es wird jetzt eigentlich wieder sehr lange dauern, dass wir hier wieder Sachen hochrüsten und so weiter. Ne? Ja, jetzt müssen wir Geld ausgeben hier wieder. Was machen denn die hier Schönes? Ach, die heilen hier. Ah, ich gegenseitig den gerade, was ist denn da oben los? Ja, jetzt haben wir kein Geld mehr. Beep. Blöd. Ja, die setzen hier komisches Spinnennest hier mit ihren Maden direkt hier so rein. Schön. Bezaubernd. Wirklich bezaubernd. Ja, wir müssen den Raum halt ausbauen, weil sonst hat er da nicht die Effizienz, die er haben soll. Ja, nach oben müssten wir auch mal gehen, natürlich. Wir brauchen Bösheitspunkte. Wir sind natürlich forschen, das wäre natürlich sehr gut. Ah, jetzt haben wir kein Geld mehr, okay. Wer hat das letzte Gold geklaut? Weiß ich nicht. Habe ich das ausgegeben, Garnblätt? Ich weiß es gerade gar nicht. Echt jetzt nicht. So. Ja, mal gucken. Ja, im Kerker sind ein paar Leute. So. Das haben wir auch komplett. Warte mal, können wir überhaupt das Skelett haben? Holen wir die jetzt mal alle. Die werden jetzt geopfert. Hallo? Da. Halt. Ups. So, jetzt haben wir schon mal 9. Sollen wir noch 10-mal so machen, dann hätten wir es, ne? Ja gut, was dann passiert, weiß ich nicht, aber ja. Also Skelette zählen auf jeden Fall nicht. Nicht, dass ihr jetzt denkt. Ich mal gucken. So, okay. Ja, wir können jetzt leider nichts mehr im Moment. Kerker.
Friedhof. Vortex. Wir können noch einen hier uns beschwören. Eine Kreatur. Also ich werde jetzt... Na gut, wir machen das mal so. Wir nehmen erstmal eine Arachnaide. So. Damit wir den Rachen voll kriegen. Wann kriegen wir denn in 5 Minuten wieder hier? Okay. Dann machen wir mal einen schnellen Durchmarsch hier. Nach draußen. Sonst komme ich hier nie zu was. Das erkundungsfreudige Böse hatte in einem der Dörfer ein paar eingesperrte Verseuchte ausgemacht. Ja. Wenn man diese befreien und abmurksen würde. Hm. Neue Untote? Ausgezeichnet. Ja. Los, rettet sie, befreit sie und verheizt sie dann. So, erstmal den Magier ja auf jeden Fall killen. Macht immer viel Sinn. Genau, schrei sie an. Alle drauf, auf mich. So. So, und da brauchen wir unbedingt einen Ort hier. Also alles Marsch, Marsch hier hin. Ah, die kommen schon zu uns hier, die Novizen. Da habe ich natürlich nichts dagegen. Der steht nicht mehr auf. Ja, die heilt hier worden auch wieder mal, ne? So, ich glaube, allein ohne seine Kanone ist der eh nichts wert hier. So, passt. Das wird das lustige Augending hier. Da haben wir auch noch Tode. Das sich umsehende Böse hatte weitere Verseuchte entdeckt, die sich mit Freuden seiner Armee anschließen würden. Ah, die können wir von oben töten. Nach ihrem Ableben, versteht sich. Naja, ob das halt so gut ist. Na, das ist jetzt nicht gerade die prickelnde Idee, ne? Was mit denen? Ach so, ja, ja, naja. Wir lassen mal die Einhausung drum. Ist vielleicht die bessere Variante. So, was haben wir noch? 3 Minuten und 35. Ja, ist schon witzig. Man kann die von oben platt machen, dann sind die auf unserer Seite. So, da ist er hier. Warte mal, das ist vielleicht eine schlechte Idee, da lang zu gehen, oder? Ne, hier kommen wir. Wie kommen wir denn hier längs? Ah, ich glaube, der macht uns ja nichts, oder? Ich weiß es nicht. Weil angreifen können wir denn ja nicht. Da ist die Brücke kaputt, da kommen wir nämlich nicht drüber. So, schleichen wir es halt eben vorbei. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja. Auf sie! Es ist Zahltag. Ja, irgendwer kann mir nicht bezahlt werden. Oder was? Nee, doch. Habe ich gerade gedacht, was haben wir hier Schönes? Eigentlich nichts, ne? Da macht man die Palisade kaputt hier. Das wird jetzt zum Kaputthauen. Weiß ich gerade gar nicht, aber wir kommen hier zum... Ah, wir haben jetzt zwei Orte, okay. Gehen wir mal zu dem hoch. So, was haben wir da? Novizen. Da, schöner Treffer. Weil er ist selber nicht mehr so toll hier. Fällt mir jetzt gerade nicht hier. Na, warte. Genau, weil die jetzt den wieder hochgeheilt hatte. Boah, das war knapp. Der war fast aus den Latschen gekippt. Na gut, da haben wir einen verloren. Ist egal. Kommt wieder. Das war noch nicht alles.
Zeit für ein weiteres Tor nach Valhalla. Und noch ein Tor öffnete sich im Dungeon. Jetzt reicht's. Das kurzstutzende Böse schaute etwas verwirrt, aber zuckte dann mit den Achsen. Einer mehr oder weniger. Ach verdammt, da war ja noch eine blöde Tussi hier. Ah, gut. Wurscht, aber wir müssen jetzt dann wieder zur Runde auf jeden Fall. So, das muss jetzt sofort passieren. Wir haben keine Zeit. Ja, leider können wir noch nicht zaubern. Ja gut, wir hätten Skelette am Start. Die können zwar nichts wirklich reißen, aber ja gut, okay, immerhin. Und hier haben wir den wieder. Der ist ja wieder hier erstanden. Und eine Dings, nee, die ist... Verdammt, die ist halt auf ewig jetzt erstmal platt. Ja, die Naga ist halt kaputt, weil... Nee, hatten wir überhaupt eine dritte Naga? Hä? 9 von 8? Truppen von Valhalla! Vernichtet das Böse! Ja. Wir kommen gerade an, aber oh, das ist gerade rechtzeitig. Naja, da hängt sie. Okay, das wird jetzt... Das wird jetzt lustig. Oh Gott. Denk gar nicht dran. Ja, das haben wir schon nicht geschafft hier, das eine. Da habe ich aber gesagt, dass wir das wahrscheinlich nicht schaffen hier. Mit dem, dass das Dungeon-Herz keinen Schaden bekommt. So, was machen die hier? Ach, die wollen Gold klauen. Naja, das können sie machen. Oh Gott. So, jetzt habe ich für euch Zeit. Ach gut, die Banshee hat's gekippt. Ach so, der Counter ist jetzt wieder auf 0 erstmal und bis wir die wieder platt haben. Ah, jetzt hat's einen Ork zerflattert hier. So, gut, da haben wir jetzt eine Heul Potion, aber ist egal. Nicht Heul, halt, sondern Heil, mein natürlich. Ich habe mich nur versprochen. So, gut. Jetzt hat wir nehmen erstmal so einen manuellen Dingsbums da. Warte mal, zeig ich mal. Ja, es muss halt jetzt leider erstmal so sein. Zumindest mal so einen manuellen Wiederbelebungsding haben. Und was ist das hier? Was ist dieses komische Misty-Dings da? So, hier reingestellt. Und dann wird man mal wieder forschen hier. Mal das Arcanium herholen. Ach, wir haben ja noch nicht hier. Ja. Lektorium. Ein paar neue Schnotterlinge noch. Hier. Ja, die Vampire können wir auch mal freigeben. Halle der Qualen. Ja, da brauchen wir jetzt ein bisschen dann. Gut. Naja, ist halt so. Zahltag. So, der Defibrillimar, der ist noch nicht fertig. Oder? Ist er fertig? Nee, ist er nicht. Schade. So, wann kommen die 8 Minuten wieder? Okay. Na, leider müssen wir erstmal welche wiederbeleben. Warte mal, habe ich jetzt hier so einen komischen Knallkopf da hier? Kann natürlich sein, aber die sind ja noch oben an. Ja. Da wären noch welche, die haben wir noch eingesperrt. Aber es ist jetzt auch wurscht, die werden ja. Oder werden die?
Ja, vergesst sie, die werden angegriffen, okay. Ja. Das waren hier unsere Hilfstruppen. Alles klar. Ja, die müssten aber jetzt hier auch hier unten dann kommen, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, der müsste sich jetzt hier wieder beleben, ne? Ja. Denke ich mal. Mein, hat den jetzt auch nichts gebracht, die zu töten. So, beeil dich mal. Wir wollen hier unsere Leute wieder haben. So, da werden Kisten gebracht. Wird gebaut. Was machen die hier Schönes? Weiß ich nicht. So, wo haben wir denn eigentlich dieses Arcanium geplant? Weiß ich gar nicht. Ich meine, das könnte man hier im Anschluss bauen. Ah, dann gehen wir halt her, machen erstmal. Das Labor war einsatzbereit. Fortan konnten dort Untote arbeiten, um aus normalen Werkzeugkisten und Mana diese hochgelobten magischen Kisten herzustellen. Ein wahnsinniger Erfolg. So, okay, da wird. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Was? Wie, wo, was, warum? Von wem und warum? Das habe ich aber gar nicht gern. Ich habe gemerkt, dass hier Feinde reingekommen sind. So, was war jetzt hier gerade für eine Lupe? Weiß ich nicht. Ich habe echt nicht gemerkt, dass die gerade hier irgendwie reingekommen sind. Es hat gar nichts gemeldet, oder? Oder habe ich es einfach noch nicht mitbekommen? So, warte mal. Wir wollen hier so ein Arcanium bauen. 6x8. Jawohl, das müsste eigentlich hinhauen. Die Tür passt, jawohl. Da ist eine Goldader. Eine Goldader von Bergader. Und dann noch Goldader? Nee, doch nicht. Hätte ja sein können. Ja, das kann man ja mal verbinden. Das macht jetzt hier nichts. Und das ganze Gegrabe hier. Naja, da machen wir wieder ein paar Sachen, tun wir wieder zukippen hier. Auch wenn wir sie vielleicht wieder ausgraben für den nächsten Raum. Das Blöde ist halt, dass man nicht wirklich hier Hohlräume machen kann. Also, dass hier halt immer ein Zugang sein muss. Ja, schütten hier einfach mal. Wo ist sich wieder zu hier das Ganze, das was wir nicht brauchen. Und was haben wir? Genau, da haben wir die Tüftlerhöhle geplant. Alle der Qualen haben wir. Und der Zauber mal mit dem Portal wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mehr Kreaturen, ist die Frage. Ach, verdammt, ich will immer ja verbessern und dann geht es ja gar nicht. Die sollte man auch erforschen, die Entspannungshalle hier. Ach, vielleicht noch ein paar mehr Kreaturen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber Talia würde ich ja mal verbessern. Macht in dem Sinn eigentlich sehr viel aus, weil wir die können wir einfacher wiederbeleben, sozusagen. Oder die kann halt nie komplett sterben. Das ist halt das Schöne an ihr. So, was habe ich da geplant? Das Arcanium, ne? Ja, das ja. Für viel Mana-Produktion. Und da gibt es auch... Die unermüdlichen Schnodderlinge des sie immer wieder antreibenden Bösen bis zu vier können da dann hin. Kisten im Untergrund gefunden. Oh, geil. Damit ließen sich deutlich bessere Arbeitsgeräte herstellen. Wo habe ich denn? Ausgezeichnet. Kriegen wir diese magischen Kisten auch auf anderem Wege? In der Tat konnte das magische Kisten wollende Böse diese auch selbst herstellen. Dazu musste lediglich ein Labor errichtet werden, in dem Untote aus Werkzeugkisten und Mana diese magischen Kisten herstellten. So, das da. Hört sich ja extrem einfach an. Los, ihr faulen Schnodderlingsäcke! Errichtet so ein Labor! Sofort! Warte mal, ein Untoter kann hier pro Arbeit 3 magische Kisten aus Werkzeugkisten. Es können 75 Mana und 12 Werkzeugkisten eingelagert werden. Und bei dem? 100 Mana und... Ah ja, okay. Da kann weniger eingelagert werden, tatsächlich. Aber die soll besser sein? Okay. Dreifach. Ist schon besser, ja. Ja, das
Da machen wir hier auf jeden Fall mal ein. Und ja gut, ein Auto-Defri brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht hier. Ich weiß gar nicht, was ist hier noch für. So, Moment mal, doch, wir können ja hier reingucken. Und zwar ein verzauberter Baumat. Das war wieder ein blöder Ruckler hier. Es ist Zahltag. Ja, Zahltag. Sonst wo. Ist mir egal. Wie geht denn das hier nicht? Der Raum scheiße gebaut. Ne, der Raum stimmt doch hier was nicht, oder? Ach, wir haben keine Kisten mehr. Ja, ja, doch. Das wäre nämlich hier noch, oder? Nee, Quatsch. Weiß ich gar nicht. Warte mal. Das brechen wir nochmal ab hier. Irgendwie ist der Raum schlecht gebaut. Lass mal nachgucken. 8. Ja, warum geht denn das nicht so, wie ich das möchte? 3 Felder? Hä? Okay. Ach so, ja, ja, ja. Der Raum muss ja 9 dann haben, dass das reinpasst. Also dann machen wir, es erstmal so, wir machen den zu Brei und ersetzen den jetzt durch einen neuen. Hallo? Wo ist es denn? Hier ist es. Also gut, die Kisten müssen trotzdem manuell hergestellt werden. Also nicht die, aber die, die werden jetzt automatisch, oder? Wie habe ich das begriffen? Die Tore von Valhalla öffnen sich. Du musst nicht mehr repariert werden. Ja, dann halt die Backen hier. Bald, ja. Ach so, das heißt, ich kann hier dann mehr Kisten schneller herstellen, ne? Weil die müssen das nicht mal hier reparieren. So, machen wir das gleich mal so. So, ja, dann warten wir halt die Gegner. Wurde das schon wieder belebt? Jawohl, da wurde schon wieder belebt. Wir haben jetzt aber Überbevölkerung. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht. Was heißt, na, schlecht ist es nicht, aber die Kisten sind schon verplant, oder wie? Oder ist das Mana? Ich weiß es gar nicht. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich weiß es echt nicht. Macht das hier das jetzt mal manuell oder macht das jetzt hier das automatisch? Weil es sieht aus, als macht das Ding das automatisch, ne? Truppen aus Valhalla, läutet das Böse! Ja, ich läute euch auch gleich mal hier. Nehmt mal die Glocke und läute mal ordentlich an eurem Kopf hier. Schauen wir mal, was dann passiert. Die werden wieder aus allen Löchern kommen, sozusagen. Ja, war ja klar. Interessant, das sollte ich mir anschauen. Ja, ja, dass Gegner kommen. Ja, wenn es natürlich nur Bonk macht, dann merke ich das manchmal nicht, dass die Gegner kommen. So, egal, ja, da ist jetzt wieder einer platt, aber der kommt wieder. Da brauchen wir nicht groß rum. Ich meine, hier werden natürlich auch noch Räume drin, das ist mir auch klar. Ich wollte jetzt bloß nicht so großartig. Noch viel Mana. Ja, da brauchen wir ja noch den Bierraum und so weiter. Das machen wir ja zu, haben wir hier gerade festgestellt, ne? Der Bierraum müsste eigentlich auch dreimal, ne? Dreifach. Da könnte man eigentlich länglich bauen. 3x9. 3x9 oder ja, mit ein bisschen Lagerfläche. Man könnte das auch mit 2 Türen verbinden dann hier. Und das so macht.
Das gibt es jetzt automatische Fassbraut-Dinger dann? Ich weiß es gar nicht. Das kann ich ja noch gar nicht nachsehen. Ja, und dann können wir ja natürlich hier diese Quälapparate hier wieder bauen. Und ihr wisst ja wieder, wie man das am besten macht. Ach, da haben wir eine Goldader. Nicht, dass das jetzt schlecht ist, aber ja, das ist halt wieder an einem Ort, wo ich eigentlich gerade einen Raum bauen wollte. Und jetzt ist es natürlich doof, ne? Na ja, gut, dann müssen wir das halt anders machen. Warte mal, dann können wir es ja auch hier irgendwie. Ja, jetzt können wir es halt nicht, weil wir eh zu viele Eingänge haben. Dass die jetzt hier. So, bevor die hier abnibbeln, opfer ich die mal ganz schnell. Also 9, ja, das ist halt immer. Wir müssten sich größer haben. So, habe ich es jetzt alle drin? 18, ja. Kann halt immer bloß 9 lagern. Das heißt ja, nee, ich kann noch mehr lagern, wenn ich das so mache. So mache. Es ist Zahltag. So mache. Zahltag. So, und hier haben wir die Brauerei dann vorgesehen. Das können wir mal so machen. Die haben wir momentan ja noch nicht da. Und da ist dieses. Da müssen wir noch die Mana-Dinger reinbauen. Warte mal, das geht. Da brauchen wir. Ach so, da brauchen wir diese magischen Kisten. Ja, warum werden die nicht gebaut, die magischen Kisten? Weiß ich gerade gar nicht. Dann machen wir erstmal normale her. Warum geht denn jetzt das nicht? Ach so, nicht genügend Gold. Okay, dann sehe ich das ein. So, wer macht das eigentlich immer an die Untoten, ne? Wann das gerade? Der gerade mit seinem Ding da hinten da dreht hier. Ah ja, das müssen. Ach so, die müssen hier auf dem Laufband laufen. Ah ja, okay, dann ist alles klar. Die machen das also natürlich am schnellsten. Okay, alles klar. Und dann müsste eigentlich das im Dingsdum. Aber das funktioniert doch jetzt auch schon. Da muss jetzt nur einer dann drauf rumlaufen. 3 Kisten. Dann machen wir mal das folgendermaßen. Was kostet denn das? 1000. Ah, das kostet viel zu viel. Und das hat auch schon 1000 gekostet. Wir kriegen das Geld, glaube ich, zurück, ne? Aber, ja. Ich hätte halt gern nochmal so ein Dreifach-Ding, aber wobei, wir haben wir, was haben wir denn für Leute? Den hier? Die kann das machen, okay, aber ich weiß gar nicht, wo die rumgammelt. So, Athena oder wie auch immer du heißt. Mach mal was für dein Geld. Ja, die schwebt, die kann ja doch laufen, okay. Oh, sehr schön. Ja, und dann können wir uns eigentlich doch. Nee, können wir uns nicht. Na, wir warten mal, bis das hier fertig ist, oder? Ich weiß es halt wirklich nicht genau. Na, wir können da gar nicht so viele lagern, das ist das Problem. Dann müssten den Raum noch ein bisschen vergrößern. Das wäre natürlich dann. Ja, die Frage, wie viel man von den Dingern baut hier. Das ist jetzt fertig, oder? So, da sind noch Kisten übrig. Gehen die jetzt kaputt oder wie? Nee, das hat gerade so ausgesehen. So, dann machen wir noch so einen automatischen hin. Das heißt, nee, automatisch ist er ja nicht. Brauche ich jetzt hier hin? Was ist denn jetzt los? Warum? Was hat der für ein Problem? Was hat der für ein Problem? Was bist du denn überhaupt für ein Level? Zeig mal, ich sehe das ja gar nicht. Oder will der ein Mana-Bad oder ich weiß es nicht. Ich kann das gerade nicht deuten, was der von mir will. Ich kann die Symbolik nicht erkennen, was der da will. Hab eh was gegen Demonstranten. Ja, nichts Wirksames. So, ja, wobei wir könnten hier so ein Mana-Blanschbecken machen.
Ja, wir haben eh nicht mehr so viel Mana gerade. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Wenn man kein Mana mehr hat, dann ist das Ende, ne? Dann naja, gut. Ich weiß es nicht, wie man da noch Mana halt kriegt hier. Wenn man nichts mehr hat. Dann machen wir das so, dass wir den... Ja, da haben wir eh schon einen Gang gegraben. So, dann machen wir das hier bloß noch so zu. So, wie viel haben wir da noch? 5000. Naja, das baut sich halt hier ab. In 3,40 kommen wieder Leute. Okay. 15 Kisten. So, du machst es ja schön. Und die Dinger sind auch so teuer, ne? 4 Arbeitsplätze. Das ist, glaube ich, der Unterschied einfach. Dass da... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja. Autsch! Da muss ich die gleich mal kaputt hauen hier, die Feinde. Das Böse ist unaufhaltbar. So, das war's. Ja, wir brauchen auch so einen Quälraum hier. Ja, wie gesagt, den Quälraum, den möchte ich so bauen, dass die da... Na gut, da haben wir jetzt eine Verbindung hergestellt. Das können wir aber auch wieder zumachen. Ich denke, was es hier hinten noch so gibt. Wir machen das zu. Das ist nicht doof, wenn die dann hier... Ja, den Zugang machen wir mal zu hier. Dann machen wir hier unseren Quälraum hin. Wie war das wieder mit dem Quälraum? 3x3, also auf jeden Fall so 9x9 oder so wird er schon, ne? Oder wir machen den auch so länglich. Ja, aber da macht es halt nicht so viel Sinn, ne? Ja, da bräuchte ich jetzt 12x3. Zahltag. Zahltag. So, 9. So doof hier jetzt. Brauchen wir überhaupt so einen großen Quälraum? Wenn wir nicht mal 6er Räume machen hier oder so, oder? Oder 9x6. Machen wir mal so hier 9x6 hier. So einen Zugang haben wir. So, da ist der Bierbrauraum geplant. Oh, wir haben wieder viel Dings zum... Ja, das heißt, da wird man gleich mal den Grubenlord beschwören. Auf jeden Fall. So, ja. Bald werden neue Truppen aus Valhalla eintreffen. Mach mir keine Angst. Da schauen wir dann nachher. Die Brauerei. Tüftlerhöhle. Eisenpilze. Und die Arena, dann haben wir es nicht auch schon fast hier zum Ork. Da, ne, die Gobo-Dings brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Also die fallen, wie gesagt, ja. Ist eine Spielerei und ich lasse es einfach mit den Fallen. So. Ja, und. Ja, so. Alles Geld wieder ausgegeben. War eigentlich jetzt nicht so gut, ne, aber ja. So, was haben wir denn hier noch für einen Platz? Naja, das ist, ja, die kommen, ja, verdammt, die kommen bald wieder. Wir brauchen, ach ja, wir wollten hier ein Mana-Bad bauen, ja, das können wir jetzt eh nicht mehr bauen, weil kein Geld mehr. Ihr tapferen Männer und Frauen von Valhalla, vernichtet unsere Feinde! Tut es nicht, lasst sie am Leben. Thank you.
Ja, das wird so arschknapp wie immer. Warte mal, ich habe aber noch eine Idee. Wir könnten vielleicht hier eventuell... Ja, das müssten wir dann hier verbinden, dass man da einen Zugang anders macht zum Herzen her. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Nee, das wird nicht angegriffen. Okay, passt. Alles wieder gut. So, jetzt machen wir hier weiter. Ja. Das ist jetzt hier wieder schlecht hier. Da müssen wir jetzt hier das auch mal wieder vollständig bauen. Das Mana Becken Dingsbums da. So, dann machen wir noch ein. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es. Lop. Jawohl. Ja, ich wollte eigentlich diesen großen Dings da wieder beschwören, aber jetzt brauchen wir das bei Gold. So, Kisten, ja, diese Kisten. Muss ich hier nochmal nachlesen, was ist denn das hier? Bis zu 4 Dämonen können an dem großen Mana-Schrein. Ach so, das ist einfach nur ein größerer Mana-Schrein, alles klar. Ja, dann machen wir mal so, dann machen wir den kleinen wieder kaputt und bauen noch einen großen Mana-Schrein hier hin. Mehr Mana kann hier aber eigentlich dann gelagert werden, oder? Naja. Das reicht ja, wie gesagt. Da kriegst du mir halt mehr Dämonen dann. So, okay. Was war hier geplant? Der Folterraum, glaube ich. Und hier der Brauereiraum. So, da gibt es auch eine selbstbrauende. Das ist super. Also eine können wir bauen. Für das andere müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld sparen. Jetzt käme dann der Ogre dran. Was können wir sonst noch? Wir könnten, naja gut, mehr Kreaturen und die Lichts lassen wir einfach mal aus oder so. Vampire habe ich noch keine. Habe ich keinen Platz für die. Warte mal, die Arena habe ich schon, ne? Ja. Gut, dann wird man wahrscheinlich den Ogre da hat noch, ja. Ja. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Immer blöd, ne? Und ach so, ja, Moment mal, da haben wir doch gesagt. Kerker. Wollte ich doch noch den Kerker hier vergrößern. So, ja. Für alle langt es nicht hier, mein Geld hier. So. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir den Raum wieder effizient hinkriegen. Ja, ja hopp. Lass mir mal noch Gold da. Na schön, die sind halt immer alle schnell da, aber trotzdem. So, ich brauche noch Gold, bitte. Auf weh. Geht nicht. Och, Menno. So, hier wird ordentlich Mana produziert. Ich sieh's. Jetzt hat er perfekt. Effizienz von 60. So, okay, aber das ist egal. Wir kriegen eh nicht mehr Skelette. Aber wir haben hier drin, wie viel Platz haben wir hier jetzt? Für 15. Für 17. So, jetzt haben wir wieder 90%. So, ich sammle mal wieder alle ein hier. So, er kreiselt. Jetzt können wir dicht machen hier. Für die Einzel reinwerfen.
Weil sonst liegt da wieder einer rum. So, das war's. 27, jawohl. Ja, immer 9er Schritten jetzt momentan. Jetzt gibt's dann mal später größere Schritte. So, okay. Wie viel können wir hier lagern? Kisten? Lass mich mal schauen. 18, okay. Alles klar. 18 magische Kisten. So. Das wird hier vollständig automatisch gebraut. Das ist geil. Das ist echt geil. So, wir können den Ogre freischalten. Na, irgendwo müssen wir noch die Zauberbücherei bauen. Ich habe auch noch nicht so die Ahnung, wo ich die baue. Na gut, das haben wir hier wird wieder graben hier. Vielleicht, nein, die Nische hier. Macht es Sinn? Nein, ich weiß es nicht. Es macht halt wirklich Sinn, ne? Da kann man was so mit 3 breit oder so bauen oder mit 4. Irgendwas Schmales. Oder wir müssen hier mal gucken. Ja, es wäre halt nichts Halbes, nichts Ganzes, ne? Gut, hier hinten, was könnten wir hier noch bauen? Da könnten wir hier unten noch einen kleinen Raum bauen. So, das haben wir jetzt zugemacht. Ach, wir wollten ja. Ja, wir wollten ja. Das muss ich jetzt ganz schnell mal hier. Wir machen uns hier einen Pfad drüber. Was ist das hier? Ne, es ist nur eine normale Goldart. Okay. Immerhin. Mal hier mal einen Weg noch. Und dann machen wir das mal hier wieder so. So einen gargeligen Weg hier. So, und dann machen wir nämlich das ab hier dicht. Da weiß ich nicht, aber nicht. Und eigentlich machen wir auch hier dicht. Den Gang hier. So, dann haben wir das nämlich schon mal hier zusammengeführt. Na, noch nicht ganz, aber fast. Und das hier mal so. Und das machen wir hier auch dicht. Ja, dann müssen wir hier noch dann haben wir 2 Eingänge zumindest so ein bisschen verlängert. Dann zeig ich mal. Vielleicht finden wir hier auch noch ein paar magischen Kisten, aber das jetzt ist es eh schon egal. Jetzt können wir sie ja auch selber produzieren. Ach so, ja, nee, das kriegt man jetzt nicht mehr hin. Warte mal, warte mal. Ah, da, die Werkstatt ist noch nicht richtig, ne? Genau, die haben wir nämlich hier. So. Verzaubert, verzaubert. Dann können wir hier doch noch so einen verzauberten. Was ist denn das hier? Automatisch. Ach so, nee, ich habe mir gerade gedacht. Eine automatische Trommel, ach so, ja, ja. Masch, wie bitte? Nee, 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 Quatsch. Ich will hier noch einen verzauberten Baumat bauen. Und den Baumat, den zertrümmern wir. So. Schade, dass wir da nicht weiterkommen hier. Nee, ist egal. Machen wir hier einen Gang und dann hat sich der Valentin. So, was hatte ich hier vorgesehen? Die Tüftlerhöhle, ne? Ja, genau. Die Tüftlerhöhle.
Die Macht des Guten wächst. Bald werde ich neue Helden aus Valhalla holen. Bla 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 bla. Wirst du nicht. Wirst du nicht. Ich werde auch bald was Neues aus sonst woher holen. Ja. Klar, meine Bauten hier sind sehr Geld in den Sicken hier. So, und jetzt müssen wir dann so ein Tüfteldings da bauen. Ach komm schon, das ist ja jetzt hier albern, ja. Naja, das schiebt mir dann wieder auf. So, und hier machen wir dicht. Ja, 5, 4, 3, 2, 1, meins. Krieger Valhallas, erhebt euch! So, wir sind schon da. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Herz wird angegriffen. Ja, toll, danke. Das brauche ich hier jetzt auch noch. Dass da noch andere von woanders kommen. So, warte mal. Die sind jetzt... Ja, die sind jetzt hier rumgelaufen. Ja, warte mal, da müssen wir noch was ändern. Das war nicht geplant so. Aber jetzt haben wir uns hier schon mal ein bisschen Zeit erkauft. So, ja, Gold hat sie eh für euch nicht gegeben. Okay, dann müssen wir hier mal noch eine Schatzkammer bauen. Weil das natürlich wieder eine Goldader ist. Natürlich auch von Bergader, ne? So, hier. Ja, toll. Das wäre natürlich anders noch ein bisschen schöner gewesen. Ach, wieso kann das jetzt hier nicht? Ach so, weil. Ja. Ich sehe es ja ein. Und den Rest schütten wir wieder dicht hier. Einmal hier eigentlich auch, ne? Das brauchen wir nicht mehr. Macht das erstmal dicht, bis wir da eh wieder. Die sind auch schnell wieder ausgegraben, die Räume, so ist es nicht. So können wir. So kann ich halt dann besser hier das, den Raum ausrechnen. So. Das machen wir auch. Hier. So, jetzt kann nämlich das eine hier zugekippt werden. Ja, manchmal würde ich gerne was priorisieren können, aber das kann ich leider nicht. Dass ich denen sagen kann, ja, mach das schneller oder so. Ah, und jetzt können mich hier auch keine Feinde dann mehr hierher herlaufen. So, jetzt lassen wir nochmal reingucken. Den Quälraum haben wir noch nicht gebaut, ne? Ne, haben wir nicht gebaut. Den Quälraum. Und die Bücherei haben wir noch nicht gebaut. Da machen wir mal den... Ja, toll, das ist ja wieder 3x3 war es, ne? Mindestmaß. Wir haben kein Gold jetzt gerade, ja. So, Mana können wie viel lagern? Okay. Aber ich muss nochmal nachlesen. Bei dem Arcanium. Pro Raumfeld 25, okay. Und wenn so ein Schrein da steht, ne, das gibt nur Arbeitsplätze, aber eingelagert, ja, eingelagert wird hier dann auch nicht hier anders oder so. Die haben keinen Speicher sozusagen. So, und das hier mal auch wieder dicht. Man könnte natürlich hier das Arcanium noch ein bisschen, oder das Labor, warte mal, wir haben 19 Kisten jetzt, okay. Ja, wir können so viel, ist egal, dann müssen die, brauchen jetzt nicht welche herstellen hier noch. Wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr.
Ja, wir haben eine zu viel. Zahltag. Oh, guck an. Hier mal wieder abschöpfen hier. Wenn wir nicht mehr hier Skelette haben. So. So, wie viel waren das jetzt? 15. Das sich immer noch selbst beschwören wollende Böse hatte bereits ein gutes Drittel der benötigten Helden geopfert. Seine Beschwörung würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Talia, hör auf mit deinem verwerflichen Treiben. Menschenopfer, wie kannst du nur? Ja. Dies ist pure Bösartigkeit. Ich und kann's. Absolut verachtenswert. Nö, überhaupt nicht. So. Aber vielleicht brauchen wir den Qualenraum gar nicht, ne? Das ist die Frage, weil wir sind eh hier so. Naja, das ist. Warte mal, wann kommen denn die? In 6 Minuten. Warte mal, forschungstechnisch können wir. Der Orga ist schon da. Dann. Ja, das können wir verbessern. Ja, das müssen wir auch noch. Wir müssen mehr Schnatterlinge vielleicht noch anheuern. Jetzt für irgendwie Katzen ausgeben, das bringt's nicht. Aber die Magie können wir tatsächlich noch freischalten. So, und da brauchen wir da brauchen wir halt wieder Gold dazu. Was kostet denn das hier? Nee, wir machen das jetzt nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Jetzt lass mich mal gucken. Wo hat das, wie das, das, der Ding ist, das Feuerding, ne? So, Kreaturen. Bumlad. Der kostet auch wieder 1000. Ja, schön. Die können hier wirklich schöne Kisten hier bauen. Wie viel kann ich hier lagern? Ach, ich habe eh mehr Kisten wie... Okay. Aber die werden ja auch in dem anderen Raum gelagert wahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Ah, komm, das könnt ihr noch fertig abbauen hier. Das hätte ich halt so gern, ne? warte mal. Haben wir jetzt eigentlich schon... die Tüftelhöhle gebaut? Ja, aber noch ohne Material hier. Ja, das kostet auch wieder. Was kostet denn das hier? Und zwar... Warte mal, nehmen wir gehen mal... nicht in das Feld hier rein, wir gehen mal hier rein. Und zwar gibt es hier ein magisches Maschinarium. Coole Falle. Was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke? Errichtet, können mit normalen magischen Fallentüren produzieren. Hier können 8 Werkzeugkisten, 8 magische Kisten eingelagert werden, okay. Aha, interessant. Die selber auch so groß, okay. Naja gut, das machen wir einfach mal. Komm. 3 Dinger. Ich weiß gar nicht, haben wir 3 Orks? Nö. Haben wir nicht. Aber kann ja noch werden. Egal. Haben wir erst wieder hier Leute. Aber jetzt wäre es eigentlich erstmal recht, wenn hier Gold produziert wird. Dass wir hier vielleicht auch noch einen Oger bekommen. Ja, schnull sie. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten. So, macht der eigentlich auch Mana? Ja, ich glaube, der macht auch Mana. Na gut, das ist, glaube ich, zu viel Mana da. Ja, wir haben noch zu viel Mana. Gut, Leute, weil ich jetzt gerade wieder Zeit hatte. Auch die Zeit ist hier für mich wieder abgelaufen. Die Folge ist leider wieder zu Ende, aber wir haben jetzt hier ein großes Stück weiter gemacht. Ich sage natürlich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Müsst ihr unbedingt wieder einschalten. Ich sage tschüss, bis dann, euer Lego.